Hallo und herzlich willkommen beziehungsweise welcome back. Es freut mich unheimlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast Profiteur von der Grasnarbe in die Stadien. Vorneweg, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Intro höre, bekomme ich enorme Lust auf diesen Podcast. Falls sich manche fragen, woher dieser Song ist, ob das ein offizieller Song ist oder ob ich diesen Intro aus dem Internet geladen habe. Nein, ich habe ihn von einem Arbeitskollegen bzw. Freund und dessen Band. Die Band nennt sich The Cave und der Song nennt sich Hero. Und zum einen hat dieses der Songtitel ganz gut gepasst, The Hero, weil sich bei manchen unseren Gästen, für mich zumindest, auch um Heroes handelt und Profisportler im Allgemeinen ja ein bisschen als Heroes angesehen werden teilweise. Zum anderen hat sich bei mir gleich dieses Gefühl wieder gespiegelt, wie damals, als ich noch 8 oder 9 Jahre alt war, von der Schule heimkam, meinen Schulranzen in die Ecke geworfen habe und während dem Essen ein bisschen Anime geschaut habe. Diese Intros für Superkickers oder Kickers, die waren ähnlich und gingen genauso ins Ohr. Also falls ihr euch genauso gefällt, hinterlasst mir gerne Kommentare. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Podcast Profiteur von der Grasnarbe bis in die Stadien. Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmals kurz zur Einführung. Unser Podcast versucht, Licht ins Dunkle über den Kosmos Profisport zu bringen. Sprich, wir sprechen mit Gästen über den Weg zum Profisport, über die Herausforderungen und die Erfahrungen, die sich jeder individuell stellen musste, und über die Übertragungen auf das normale Leben, sprich das Berufs- oder Privatleben. Außerdem versuchen wir, für die Eltern in Erfahrung zu bringen, wie sie ihre Kinder bestmöglich unterstützen können, um ihnen einfach eine bessere bzw. größere Chance zu geben, Profisportler zu werden, aber auch herauszukitzeln, was machen Profis, wenn mal die Kameras nicht auf sie gerichtet sind, sprich ein Blick hinter die Kulissen. Und damit darf ich auch recht herzlich unseren heutigen Gast begrüßen, Thomas Gentner. Tommy, es freut mich unheimlich, dass du hier bist. Wir sind in Kontakt getreten durch unseren gemeinsamen Freund, den Kahn, so könnte man sagen, fast gesponsert bei Chicken and Spoon heute. Tommy, du hast einen enormen Erfahrungsschatz im Profisport gehabt. Bereits in deiner Jugend hast du angefangen, beim VfB Stuttgart zu spielen. Du warst später bei den Stuttgarter Kickers, hattest Stationen wie Eintracht Frankfurt 2 sowie auch Trainerfunktionen bei TuS Koblenz. Du hast mit Berühmtheiten, ich hoffe, das sagt auch vielen von unseren Hörerinnen und Hörern was, zusammengespielt wie Julian Schieber, Sebastian Rudi oder auch André Hahn und viele weitere. Und damit würde ich eigentlich sagen, übergebe ich dir das Wort. Auf was es auf jeden Fall heute noch einzugehen gilt, ist der Wechsel vom VfB zu den Kickers. Den stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ich bin gespannt. Tommy. Ich bedanke mich erstmal nochmal für die paar einleitenden Sätze, Basti. Schön, dass es endlich hingehauen hat. Wie du gerade sagst, überreden. Hoffe ich, kam nicht so bei dir an. Ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Absolut. Die Terminfindung, wie du sagst, hat sich vielleicht nicht ganz so easy gestaltet, aber tolle Inhalte, was ihr da immer wieder bisher besprochen habt. Und von dem her freue ich mich. Nochmal ein paar einleitende Sachen zu mir. Ich bin Tommy, 35 mittlerweile, wohnhaft in Stuttgart, auch geboren hier im Ländle, in Nähe Nürtingen, aus Beuren. Wie du sagst, ein paar sportliche Stationen hinter mir. Viele Jahre beim VfB auch hier in der Jugend gespielt, über die Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt, TuS Koblenz. Dann am Ende noch meine Karriere in Freiberg gelandet. Mittlerweile dann nach der eigenen aktiven Karriere in einer Agentur tätig, dort als Karriereplaner, als Spielerberater, meine eigenen Erfahrungen, meine Erlebnisse transparent den Jungs weiterzugeben, junge, spannende Talente auf ihrem Weg zu begleiten und zusätzlich, wie du gesagt hast,
großen Dank auch an Kahn und die Jungs und Geopard, dass wir hier uns heute absolut austauschen können. Absolut, absolut. Weil du es gerade angesprochen hast, Tommy, VfB und dann zu den Stuttgarter Kickers ist für manche wahrscheinlich, wenn du es ja heute fragen würdest, noch ein rotes Tuch. Bevor wir jetzt in den Hauptteil einsteigen, dachte ich, da grätsche ich kurz dazwischen. War es für dich damals ein schwieriger Abgang oder für Freunde oder wie war die Reaktion darauf? Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte in der Zeit auch ein bisschen Pech, dass ich durch zwei größere Verletzungen in meiner U19-Zeit wenig Spielpraxis hatte. War noch froh, hier in der Umgebung nochmal einen super, super spannenden Verein wie die Stuttgarter Kickers überhaupt vorzufinden. Konnte dort einen tollen Übergang vom Nachwuchsbereich in den Erwachsenenbereich selbst gestalten. Und ich denke, die Rivalität, das sieht es auch heutzutage. Also die Vereine, die Wege sind ja doch deutlich auseinandergegangen, wo dann doch mit dem VfB Stuttgart eine klare Nummer 1 sich über die letzten Jahrzehnte auch herauskristallisiert hat. Und trotzdem mit den Stuttgarter Kickers jetzt auch durch den Aufstieg in die Regionalliga wieder eine sehr, sehr positive Richtung eingeschlagen haben, wo man sich absolut freut. Und ich kenne extrem viele, nicht nur in meiner Generation, auch ob es ältere, ob es jüngere Leute sind, die, wo glaube ich, für beide Vereine extreme Sympathien haben. Und einfach in der Stadt einfach die Kickers dann auch einen Platz sogar nochmal mindestens eine Liga höher, glaube ich, verdient hätten. Absolut, absolut. Ich muss auch sagen, es macht auch Spaß, den Kickers in letzter Zeit zuzuschauen. Also, und dieser Weg hier aus dem Kessel Stuttgart hoch ist jetzt auch nicht so weit und die Preise sind echt erschwinglich oben und den Fußball dann zu sehen. Also macht Spaß, die Stimmung ist super, muss ich sagen. Wobei sie beim VfB könnte gerade im Moment nicht überragender sein, wenn man im Stadion ist, immer ausverkauft, super Stimmung. Perfekt. Tommy, ich würde sagen, weil wir es jetzt gerade schon angeschnitten haben, wir starten direkt in Hauptteil nach dieser kurzen Vorstellung. Gerne. Da gehen wir sowieso noch ein bisschen mehr auf dich und auf deine Karriere ein. Ich würde jetzt gleich mal damit anfangen, du kommst aus einer sehr sportlichen Familie mit deinem Bruder. Hat man sich irgendwie, also wie war das für dich, als du groß wurdest? Habt ihr da miteinander immer viel gekickt? Hat man sich gegenseitig gemessen, so wie es bei Brüdern ist? Und hat man sich da verglichen, einander hochgezogen? Wie kann ich mir das vorstellen im Hause Gentner? Ja, viele Dinge, was du da ansprichst, die zutreffend sind. Vorweg, was bei uns immer der Fall war, es war ein Miteinander. Also es war wirklich nie ein Neid oder ähnliches, sondern jeder hat sich für den anderen bei Erfolgen, bei guten Dingen im Fußball, bei Siegen, bei Toren extrem gefreut, weil man immer mit den Geschwistern mitgefiebert hat. Wir sind ja zu dritt. Der Älteste, der Michael, der jetzt in Wolfsburg tätig ist, war für mich sicherlich, was die menschliche Schiene angeht, was die Erziehung angeht, vielleicht sogar nochmal der engere Part, die direkte Bezugsperson, alles, was dann doch die Freizeitaktivitäten angeht, dann auch der Freundeskreis, vielleicht auch doch direkt das Fußballerische zusammen auf dem Platz zu stehen, war der Chrissy derjenige, mit dem er dann mehr erlebt hat. Aber im Großen und Ganzen war das super, super harmonisch. Für mich eine harte Schule. Glaube ich. Im Garten sind dann doch immer 3 Jahre Unterschied gegen Michael, dann also 6 Jahre, wo man körperlich ein Ticken unterlegen war. Aber für mich sehr, sehr lehrreich und ich glaube, es ist das ein oder andere auch hängen geblieben, wo mich geprägt hat und ich bis heute profitiere davon. Durftest du entscheiden, auf welcher Position du spielst? Ich kenne es von mir zu Hause damals. Ich war damals Stürmer und als mein kleiner Bruder dann kam und einigermaßen Interessen an Fußball gezeigt hat, habe ich sofort gesagt, hey, zieh dir die Torwarthandschuhe an, du stehst zwischen den Pfosten, weil ich muss lernen, wie ich die aufs Tor knall. War das bei euch auch so oder war da eher schon so, okay, ich meinen eigenen Kopf, ich setze mich da auch durch, egal was die älteren Brüder sagen. Klar, also man merkt ja auch im Fußball, es gehört irgendwo dann doch dazu, die Ellenbogen mal auszufahren oder sich für seine Interessen stark zu machen. Aber auch da sind wir uns meist dann einig geworden, dass es fleißig rotiert wurde. Jeder war mal im Tor, jeder durfte mal im 1 gegen 1 gegeneinander antreten. Wie gesagt, bei mir musste dann ab und zu auch mal eine Grätsche her, damit ich den Jungs Paroli bieten kann, aber
Faktor. Wir hatten Spaß. Das Die Mama hatte Wichtigste. genug Wäsche dann im Nachgang zu waschen und Ja. wir sind dann hungrig wieder am Tisch gesessen Sehr und haben gut. uns gestärkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das gemeinsame Mampfen nach dem harten Kampf draußen auf der Wiese, das kann ich mir gut vorstellen. Das kannst du auch nehmen, ja, so ist es. Ja. Und wie ist es jetzt gerade, weil du es ansprichst, die Unterstützung deiner Mutter, dass sie viel Wäsche gemacht hat, dein Vater, dass er euch unterstützt hat? Weil ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn man dann drei sportliche Jungs hat, wie haben deine Eltern das am besten gemanagt? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, also klar hat sich gefühlt 24-7 im Hause Gentner schon extrem viel um den Fußball gedreht, dass wir da uns extrem glücklich schätzen konnten oder unheimlich froh sind, dass jegliche Unterstützung von den Eltern ja, umgesetzt wurde. Ob es ja, Christian ist im C-Jugendbereich, ich im D-Jugendbereich, dann von Beuren, wo dann doch ordentlich Stücke außerhalb von Stuttgart ist. Tagtäglich eigentlich nach Stuttgart gependelt, wo auch am Wochenende dann viele Fahrten angestanden sind. Ja, beide Elternteile, allen drei ein Stück weit gerecht machen wollten. Auch Michael war dann ja, in der Region auch und in Kirchheim und so weiter aktiv, wo natürlich am Wochenende immer wieder sich die Eltern auch aufteilen mussten, wer begleitet wen zu welchem Spiel. Klar gab es den einen oder anderen Mitspieler dann aus der Region, wo die Eltern sich untereinander dann auch mal abstimmen, wer kann wen mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen ja, haben sie zum Glück auch Interesse gehabt an der ganzen Sportart, an dem ganzen Hobby damals noch, was man getätigt hat. Und ich glaube auch, das ist heutzutage für ganz, ganz viele Jungstalente wichtig, zumindest den Support, die Unterstützung von zu Hause zu spüren, weil es extrem wertvoll ist, dort dann auch. Kann ich nur bestätigen. Und gerade auch dieses Thema, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, wie viel Support ist notwendig, beziehungsweise was ist Übersupporten? Weil ich kenne dann auch Geschichten, wo dann quasi so ein bisschen Druck aufgebaut wurde oder so. Und wenn es dann halt zu einem gewissen Punkt kam, dass man dann auch gesagt hat, okay, ja, jetzt können wir dich halt nicht mehr supporten. Du hast diese nächste Hürde quasi nicht genommen. Das war's dann. Wie war das bei euch? Also, war da schon dieser Support, der reine Support da oder wie hast du selber so wahrgenommen? Also, Also, deine Eltern waren dann auch supportive, wenn es mal nicht so lief, sondern die waren dann schon 100% hinter euch. genau, also was uns schon ein Stück weit ja, nicht ausgezeichnet hat, aber was bei uns schon auch da war, war ein gewisser Ehrgeiz. Also wir haben schon frühzeitig selber eine Disziplin, Mentalität, auch ein gewisser Siegeswille entwickelt, dass da auch eine Enttäuschung da war, wenn es mal nicht so lief, nachvollziehbar. Fakt ist aber, dass ein Druck von unseren Eltern nie entstanden ist. Sehr Also gut. sie hatten gewisse Erwartungen, wenn sie uns unterstützen, dass wir das natürlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen, dass wir da auch uns, was Zuverlässigkeit angeht, was Einsatzbereitschaft, gewisse Wille, dass das schon erwartet werden darf. Ich glaube, das war unser Daddy sicherlich auch ein gewisser Kritiker, der auch, typische schwäbische Mentalität. Ja, Du brauchst uninteressiert ist Club genug, so auf die Art. nicht sagen, ich kenn's zu gute. Genau, aber nie bösen, sondern Ja, einfach, ja. weil er natürlich schon ja, Ehrlich. auch wusste, was wir vielleicht für ein Talent mitbringen, was wir können. Und ja, wie du sagst, einfach ordentlicher Aufwand dahinter gesteckt ist und das dann einfach, ja, heute die Fans in der Kurve von ihren Mannschaften wahrscheinlich erwarten, dass zumindest auf dem Feld eine gewisse Laufbereitschaft, eine gewisse, ja, ein gewisses Engagement und ja, einfach vorhanden ist, dass die Jungs, das war auch von uns dann einfach auch der Anspruch, einfach die Zeit, wo wir dann, ob es auf dem Feld ist, ob es unter der Woche im Training ist, dass man die schon versucht, sinnvoll zu nutzen und dort immer hart an sich zu arbeiten. Und das hat dann auch so gepasst. Also das kann ich auch den heutigen Eltern absolut empfehlen, dass da schon immer wieder beobachtet werden muss, gehen die Kinder gern zum Training? Ist es wirklich dann auch von denen gewünscht, vielleicht mal eine Zusatzeinheit zu machen? Oder ja, ob es Einzeltraining ist, Individualtrainings, ob es zusätzliche Einheiten sind. Man muss schon eine gesunde Mischung finden. Es gibt auch andere Absolut. Sportarten, also wir waren im Tennisverein, wo bis zum bestimmt 12., 13., 14. Lebensjahr wir auch
einmal die Woche trainiert haben oder auch am Wochenende, wenn es die Zeit zugelassen hat, Verbandsspiele gemacht haben. Auch das darf man nicht unterschätzen, dass es einfach auch wichtig ist, eine gewisse Abwechslung zu haben. Ihr hattet also auch verschiedene Sportarten mal ausprobiert, um zu schauen, was euch am besten absolut passt. Und ich glaube, das ist sowohl für die Koordination, für die Motorik, einfach extrem wichtig, sich nicht nur auf eine Sache zu versteifen. Okay. Vorher hast du was ganz Interessantes angesprochen, du hast gesagt, dass euch das, dieses Dasein, diese Regelmäßigkeit, dieses ich bin bereit für den Kampf, ich bin bereit, auch Aufopferung zu zeigen, ich bin bereit, meinem Team gegenüber auch irgendwie die Treue zu halten und da zu sein. Sind es für dich auch Faktoren, die du jetzt sagen würdest, haben dich früh schon so geprägt und von denen zehrst du heute noch? Weil das ist ja auch so ein Faktor, wo viele heutzutage sagen, ja, ist der Fußball heute noch dieser Main-Faktor, der nachher auch in der Berufswelt genutzt wird? Also lebst du von dem, was du dort erlebt hast und das, was dir dann auch deine Eltern ein Stück weit mitgebracht haben, zehrst du da davon heute noch? Also sind es noch Sachen, wo du zurückdenkst und sagst, okay, da hat mir der Fußball schon enorm weitergeholfen? Absolut. Also ich denke, gerade Fußball ist ein Mannschaftssport. Also man hat einfach auch die Pflicht, sich in einer Gruppe einzuordnen, zu integrieren, vielleicht auch mal unterzuordnen. Also nur Alpha-Tiere in der Mannschaft geht nicht. Nee. Und das ist, wie du sagst, dann, ob es nachher im Berufsleben ist, ob es in der kompletten Gesellschaft ist, schon ein wichtiger Faktor, dass es sich nicht immer nur um eine Person drehen kann, dass man nicht nur im Mittelpunkt stehen kann, sondern man auch gezwungen ist, sowohl im Sport, aber auch in der Gesellschaft irgendwo miteinander hinzubekommen. Und ich glaube, da war ich schon immer jemand, der wo gerne im Team arbeitet, der wo gerne auch zuhört, Ideen von anderen aufschnappt, aber dann versucht, gemeinsam dann auch Lösungen, Wege, Kräfte zu bündeln, um Dinge gemeinsam zu erreichen. Und es gibt nichts Schöneres, wie wenn wir jetzt wieder auf den Sport kommen, auf den Fußball kommen, am Wochenende nach einem Sieg in der Kabine zusammenzusitzen und sagen, wow, wir haben uns gerade echt 90, 95 Minuten richtig den Arsch aufgerissen und haben aber auch gewonnen. Und jetzt können wir im Erwachsenenbereich wahrscheinlich Kaltgetränke trinken, aber auch im Nachwuchsbereich einfach uns zusammen freuen und stolz sein auf das Erreichte. Ja. Wie schwierig war es für dich jetzt, also wenn man jetzt nochmal, du hast gesagt, in der D-Jugend bist du zum VfB gekommen. Ja. Nimm uns da mal kurz auf die Reise mit. Also wie kam es dazu? Also warst du schon immer so ein bisschen im Fokus oder hast du, also wenn ich es auf mich rückschließen darf, ich habe damals bei einer VR-Talentiade, hieß das damals das noch, dort mitgemacht und wurde von dort gesichtet und dann ging es immer weiter und der Kader wurde immer weiter reduziert, bis dann nachher die Bezirks- oder keine Ahnung, was Auswahl dann zustande kam. Wie war es denn bei dir damals? Also wie kamst du dazu? Du sprichst schon richtige Wettbewerbe an. Bei uns waren das damals, glaube ich, auch im Winter die Württembergischen Meisterschaften, sowohl die VR-Talentiade, wo es in der D-Jugend gab, als auch dann die auf Bezirksebene, auf Verbandsebene. Wahrscheinlich schon Hallenturniere, wo dann unterschiedliche Scouts auch vom VfB unterwegs waren, wo dann Erstkontakt entstanden ist. Bei mir war es sicherlich, dadurch, dass der Christian schon früher beim VfB war, auch da schon loser Kontakt oder ein Draht zum Verein da. Mit der gefühlt Dorfverein will ich nicht sagen, aber mit dem TSV Beuthen, wo es nicht unbedingt der Riesenbegriff ist auf der Fußballlandkarte um Stuttgart herum, sind wir dann doch unter die besten 8 Teams in ganz Württemberg gekommen. Okay. Das hat wahrscheinlich dann schon ein bisschen Eindruck hinterlassen, wo dann der ein oder andere Scout dann ein bisschen genauer hingeguckt hat. Ich dann auch nochmal 1-2 Trainings beim VfB gemacht habe, aber relativ schnell klar war, wenn ich Interesse habe, der Verein würde mir gerne die Chance geben. Bei uns war es dann, dass der Bruder schon unten war, auch einfacher zu kombinieren in dem Alter, wo man gesagt hat, komm, wir machen das und wird die Zeit auch im Nachgang nie missen wollen. Spannende Erfahrungen, tolle Turniere über die ganze Jugend hinweg, wo, wie du sagst, auch von der Persönlichkeit einen reifen lassen, die Zeit einen sicherlich prägt. Ob es Freundschaften sind, ob es Bekanntschaften sind, ob es dann aber auch gewisse Drucksituationen sind, die man da schon erfahren durfte und einen weitergebracht haben im Leben. Genau, also kann ich bei vielem, was du jetzt gerade gesagt hast, also
zwar nicht ganz so tief mitreden wie vom VfB, aber du sprichst viele Sachen an, wo ich denke, also so von Dorfverein dann ins nächste höhere, ist dann auf jeden Fall auch schon ein Schritt, was auch dann auch mit Druck ein bisschen dann verbunden ist in der jeweiligen Situation, wenn es dann bei so einem großen Verein wieder dann beim VfB, also er hat ja schon diesen Status hier im Bereich, dass da das entsteht und einen auch helfen lässt, das auf jeden Fall. Du hast dann beim VfB bis zur A-Jugend bist du beim VfB gewesen, bevor du zu den Kickers bist. Was war damals dann der ausschlaggebende Punkt? Du hast vorhin mal gesagt, war es da schon die Verletzung? Oder? Sicherlich auch gut gewesen, aber ich muss sagen, ich war als Jugendspieler schon, ja, zierlich ist vielleicht falsch auch sogar, aber eher ja, etwas schmächtiger, kleiner, wo körperlich, heute ist ja noch viel, viel extremer, was Geschwindigkeit angeht, was Athletik angeht. Wo, wenn ich heute das Raster betrachte, ja, ich wahrscheinlich einfach Defizite hatte im athletischen Bereich, wo es ja, gerade in Richtung Erwachsenenfußball, B-Jugend, A-Jugendalter, ich körperlich auch auf Großfeld wahrscheinlich unterlegen war, wie in anderen Spielern. Ich war technisch am Ball sehr, sehr gut, ja, strategisch auch unterwegs, aber ja, bin dann einfach zu wenig Einsätzen gekommen. Ich glaube auch, das ist auf die heutige Jugendspieler extrem wichtig, dass immer wieder im Fokus stehen muss, wo bekomme ich Einsatzzeit, wo bekomme ich am Wochenende Wettkampf oder Spielpraxis in Wettkämpfen, um mich da maximal weiterzuentwickeln. Daher ja, war es für mich im Nachgang ein sehr, sehr wertvoller Schritt, nicht irgendwo beim VfB zu den Amateuren oder Ähnliches zu kommen, sondern über einen vielleicht im ersten Moment einen Schritt zurück, dann ja, mich wieder im Erwachsenenfußball ja, ins Blickfeld zu spielen und hatte dann das Glück, über die zweite Mannschaft damals noch bei den Stuttgart Kickers in die erste Mannschaft hier hineinzukommen. Ich hatte, wie gesagt, genauso, ob es falsches Drüsenfieber war, wo mich im B-Jugendalter mal ein halbes Jahr rausgeworfen gab. Aber das sind alles Themen, wo ich jetzt nicht irgendwo als ja, finale Grund finden würde, dass das nicht gereicht hat, sondern ich war in dem Altersbereich einfach ja, nicht konkurrenzfähig, um zu den Top-Talenten zu gehören und da schon mich mit 17, 18, 19 Richtung Top-Ebene im Erwachsenenbereich durchsetzen zu können. Aber ist es was, also das hat dich das dann beschäftigt zu dem Zeitpunkt? Weil jetzt sagst du, es war wichtig und ich sehe es jetzt auch im Rückblick so, dass ich ja, dort meine Einsatzzeiten bekommen habe. Ich bin von der zweiten Mannschaft nachher noch in Profikader hochgekommen. Aber warst du derzeit, als du dann beim VfB warst, von der B-Jugend in die A-Jugend gegangen bist, dann Verletzungen wie pfeifferisches Drüsenfieber hattest, war es damals für dich mental einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg über die Kickers? Oder war da auch jemand da, der zu dir gesagt hat, hey, Tommy, komm, lass uns zusammensitzen, wir schauen da mal und das ist jetzt kein Beinbruch, sondern da geht's weiter. Also das ist jetzt nichts, wo du deinen Kopf ins Sand stecken musst, sondern da geht's genauso weiter und das ist jetzt nur der nächste Schritt. Ja, schwer zu sagen. Also man hat ja selber, wie du sagst, einen gewissen Stellenwert in einem Kader oder in einer Mannschaft und dass da natürlich diejenigen, die wo Woche für Woche als Stammspieler agieren, vielleicht auch Spiele entscheiden, die wo Führungsspieler sind, einen höheren Stellenwert genießen, sind die Automatismen im Sport. Ich glaube, auch da arbeitet es in einem. Wir sind trotzdem alles Menschen, die wo vielleicht ein Stück weit sensibel sind oder gewisse Charaktere sind. Und manchmal ist es ja gut, manchmal natürlich auch das negative Folgen, dass Kinder einfach ehrlich miteinander umgehen. Dass sie da jetzt nicht irgendwo zurückhaltend agieren oder auf jemanden groß Rücksicht nehmen, sondern ja, wenn die dann auch im jungen Alter sich Krüppchen bilden, wo einfach die vermeintlichen Stars des einzelnen Jahrgangs ja, gut miteinander auskommen, dass die das ja, vielleicht die zweite, dritte Riege im Kader dann auch spüren lassen. Es ist einfach so und das ist im Mannschaftssport oder im Fußball auch so gegeben und ich glaube, da muss ja, und das merkt man dann erst im Nachgang, wenn du mal wieder in der Mannschaft anders gefragt bist, wenn du auf einmal wieder derjenige bist, der wo an vorderster Front ist, der wo Woche für Woche spielt, der wo da seinen Teil am Wochenende zum Sieg beiträgt.
gibt es einem ein ganz anderes Gefühl, einfach eine andere Anerkennung. Du kriegst wieder anderes Selbstvertrauen, du bist wieder leistungsfähiger und dir gelingen auch wieder viel, viel mehr Sachen, weil du es dir aber selber zutraust. Weil du ganz genau weißt, hey, vielleicht habe ich meinen Ballverlust, mach nichts. Ich habe das Vertrauen vom Trainer, die Jungs um mich herum wissen, im Normalfall gelingt es oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gelungene Aktion hast, die wir uns auf die Siegestraße bringt. Die ist gegeben, deshalb mach es. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo im Nachgang dir erst bewusst wird, hey, der Schritt zurück ist so wertvoll gewesen, um einfach wieder deine Karriere vorantreiben zu können. Und von dem her weiß ich es nicht mehr genau, war sicherlich im ersten Moment eine Enttäuschung, wo ein beschäftigt, wo in einem arbeitet, wo ja auch heute Sport sicherlich, was das Umfeld angeht, über Mentaltrainer und Psychologen, was alles, wie viel positiver mittlerweile gesehen wird, wie zu unserer Zeit, auch schon eine berechtigte Rolle hat, um solche Dinge gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, hat sich einiges getan, glaube ich, in den letzten Jahren dahingehend, dass man da die Spieler, glaube ich, noch mehr, also den Spieler individuell betrachtet, dann auch solche Faktoren, wie du jetzt genannt hast, hey, er hatte nun mal ein frisches Drüsenfieber, das heißt, er kann nicht, wenn er zurückkommt, wieder bei 100% sein, sondern wir müssen uns das anschauen und dann wieder individuell betrachten, also die Themen und halt auch das Mentale dann ein begleiten und vielleicht auch ein bisschen guiden, oder? Ja, das waren, wie du sagst, alles Themen, wie du sagst, die Krankheit waren jetzt dann irgendwo körperliche Sachen, wo du, was Müdigkeit angeht, was auch einen gewissen Kräfteverschleiß mit sich brachte, dann waren es noch die Kreuzbandrisse, wo ihn sicherlich zurückgeworfen haben, wo jung schon einfach die 1,5 Jahre und Top-Pause waren, aber das Entscheidende ist weiterhin, du musst Spielpraxis haben am Wochenende und das ist, glaube ich, was einem auch innerlich extrem gut tut, wenn du da Woche für Woche gefragt bist, dass du weißt, für was du unter der Woche trainierst, Gas gibst, weil du am Wochenende belohnt wirst, weil du deine Mannschaft auf dem Platz mitwirken darfst und dort dein Hobby und das war's, wo wir alle oder wieso wir alle Fußball angefangen haben, weil wir Spaß am Kicken haben, weil wir eine Challenge brauchen, weil wir Wettkämpfe haben am Wochenende und wenn du das dann auch Woche für Woche für deinen Verein machen darfst, dann geht's dir gut. Kann ich verstehen. Und dann nach den Kickers bist du zu Frankfurt? War das? Genau, also ja, leider sind wir dann damals aus der dritten Liga abgestiegen, sodass doch ein Kaderumbruch stattgefunden hat. Ehemaliger Trainer, der Frank Leicht, war da bei den Amateuren von Eintracht Frankfurt Trainer, wo auf meine Position dann auch noch gesucht hat, wo sich dann, wie so oft im Fußball, man sieht sich nicht nur einmal, die Wege sich wieder gekreuzt haben. Und ich dann meinen dritten aktiven Jahr bei Eintracht Amateure war. Auch eine super, super spannende Zeit, wie du sagst, mit ein paar Jungprofis auch zusammengespielt, Berührungspunkte mit der Profimannschaft gehabt, eine neue Stadt kennengelernt, natürlich auch erste eigene Wohnung und so weiter, wo auch ein, was die Persönlichkeit angeht, wieder extrem reifen hat. Ja, also ganz, ganz interessant finde ich, dass dieses Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, dieser Einblick dann auch zu den Profis, aber auch diese jungen Profis, also die, denen du dann quasi schon ein bisschen so sagen kannst, ey, also hör mal, ich habe so und so erlebt, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Und ja, es waren Jungs, ich kann auch so ein Timmy Gentler, wo jetzt noch einfach mit eine Clublegende geworden ist durch die Auftritte, durch seine Art einfach als Mensch, wo könnte sogar noch A-Jugendspieler gewesen sein, vielleicht frisch aus der A-Jugend rausgekommen ist. Yannick Stark in Darmstadt bei 60 später gespielt. Markus Alvarez ist jetzt, glaube ich, noch viele Zweitliga-Partien, müsste in Osnabrück oder ähnliches mittlerweile sein. Man kam natürlich von oben immer wieder, ob es Zimmermann ist, der wo Torwarttrainer bei der Eintracht ist, ob es Marcel Heller war, ob es Steinhöfer war. Also Sebi Jung, viele, viele Spiele für die Eintracht gemacht, jetzt in Karlsruhe aktiv, wo alle ihre ersten Schritte im Erwachsenenbereich gemacht haben. Man einfach gesehen hat, okay, das sind Talente, aber klar, man hat bei Amateurmannschaften immer das Ziel, nochmal einen Schritt nach höher zu kommen. Mhm. Man bin in das Stadion, wo die Profis spielen,
Ja, und da geht es dann wirklich mal um Woche für Woche um die Plätze, sich im Vordergrund spielen zu wollen, Leistung abzurufen. Und ja, junge, hungrige Spieler, die wo ja, fokussiert sind, die wo ja, eine Karriere starten wollen und trotzdem mit einer super, ja, mit einem riesen Trainingsniveau einfach tagtäglich mit den Jungs zusammenarbeiten. War es für dich dann damals klar, als du dann auf die Position kamst bei Frankfurt, dass du wirklich für das zweite Team warst? Oder hattest du da schon noch den Gedanken, hey, vielleicht fällt oben mal irgendwie was aus, dass sie sagen, ne, die Ja, kann man man auf die erste ist, wie brauchen? du sagst, man ist da 2021, wo man sicherlich mit einem Auge immer dahin schielt. Trotzdem war ganz klar besprochen, erstmal im Regionalliga-Team weiter Erfahrung zu sammeln, Spiele mitzunehmen, auch dort wieder in einem neuen Umfeld, in einer neuen Umgebung ja, sich durchzusetzen. Und ja, war für mich trotzdem wieder ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, eine wertvolle Zeit. Und ja, ich hatte vereinzelt Trainingseinheiten. Wir hatten nach der Saison noch eine Reise nach Vietnam. Da war ein Jubiläum zwischen Frankfurter Flughafen, ich glaube Fraport, mit dem Flughafen aus Vietnam oder mit dem Land, wo dann auch noch um das Skippe eine Reise stattgefunden hat. Ich glaube, es war ein WM-Jahr, wahrscheinlich das 2010er-Jahr, sodass frühzeitig schon die Saison beendet war. Und ja, also es gab schon Berührungspunkte mit der Profi-Abteilung, aber am Ende des Tages, ja, hätte ich dort nicht irgendwo ja, kurzfristig Spielpraxis bekommen können. Und von dem her war im Nachgang, nach der Saison der richtige Schritt wieder, den Verein zu wechseln und ja, in die Liga hochzugehen. Sehr interessant auf jeden Fall. Wenn wir jetzt auf deine jetzige berufliche Karriere blicken, dein Unternehmen SoccerQ, also wir hatten es mit einem Gast vorher, mit dem Benny, schon mal Beratungsfirma. Was machen Spielerberater? Was sind die Aufgaben? Das ist vielen Hörern, habe ich auch schon bemerkt, im Privaten, wenn man mal drüber gesprochen hat, sagt, ah, was machen Berater? Sind es eigentlich alles? Also laufen die mit Mänteln rum und zücken dann ihre Visitenkarten am Sonntag bei einem Spiel? Wie läuft es ab? Was unterstützt du? Was macht dein Unternehmen? Und was macht ein Berater aus? Also wie du sagst, es ist sehr, sehr vielschichtig. Schön wäre es, wenn es einfach wäre und wir, ja, was der Arbeitsumfang angeht, nicht viel zu tun hätten. Muss ich aber leider widerlegen. Also langweilig wird es mir nicht. Ja, von, wie du sagst, Spielbeobachtungen am Wochenende, wo es einfach darum geht, die eigenen Spieler ein Stück weit nicht zu bewerten, aber einfach up to date zu sein, wie es gerade die aktuelle Leistung von den Jungs, ihnen dann aber auch sportliches Feedback zu geben. Ich glaube, ja, das ist für mich auch wichtig, dass ich einfach mit der Materie, was Fußball angeht, schon mein ganzes Leben lang eigentlich zu tun habe. Ich denke auch, eine gewisse Expertise zumindest mitbringe, um den Jungs ja, Input zu geben, Hinweise, Tipps, wo kannst du dich verbessern, was, ja, was kannst du besser machen, um ja, sportlich noch erfolgreicher zu sein. Dann geht es natürlich auch darum, ein Stück weit Akquise zu betreiben, neue Talente, neue Spieler, wo es sowohl zwischenmenschlich, aber auch wir sportlich eine Überzeugung mitbringen, dass wir da Fantasie entwickeln, den Jungen noch ja, in seiner Karriere auf den nächsten, ja, in den nächsten Schritt zu begleiten, dass man dort ja, wie gesagt, in der Akquise tätig ist. Dann gibt es aber auch, ja, und das jedes Projekt individuell zu betrachten. Also das gibt Spieler, die haben eine gute Phase, die haben eher eine schlechtere Phase. Mal steht eine Vertragsverlängerung an, mal steht ein Vereinswechsel an. Solche Themen muss man über die Saison hinweg vorbereiten. Das heißt, mit ganz, ganz vielen Vereinen, Vereinsverantwortlichen im Austausch sein. Wie sieht deren Kaderplanung aus? Wie sieht ja, denen ihre Planung mit unseren Spielern aus? Wollen sie verlängern? Wir wollen sie mittelfristig, langfristig auch mit den Jungs planen oder ja, braucht man auch frühzeitig irgendwo ein Gefühl, ein Input, dass auf der Position vielleicht auch eine Veränderung stattfindet und die Jungs von unserer Agentur sich eher anderweitig orientieren sollen. Also ich glaube, da ist auch ein kooperativer Austausch mit den einzelnen Vereinsverantwortlichen sehr, sehr wichtig, um einfach frühzeitig
Jungs Alternativen, Optionen aufzuzeigen, aufmachen zu können. Und dann aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, das Umfeld vom Spieler, was klar, im jungen Alter auch die Eltern extrem wichtig ist. Ich finde, war bei uns nicht ähnlich, dass die Eltern immer wichtige Ansprechpartner für uns waren, dass die auch Einfluss im Alltag auf die Jungs nehmen können und dass man sich mit denen auch immer wieder gegenseitig updatet, sich austauscht, die Köpfe zusammensteckt, was ja, kurzfristig oder auch mittelfristig für den eigenen Sohn macht, der richtige Weg ist oder wichtig ist. Es ist jetzt nochmal auf die Tätigkeit, die du genannt hast, die Aufgaben eines Spielerberaters, sehr, sehr vielschichtig. Also für mich auch sehr, sehr spannend, weil ich jetzt manche von denen gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dieses Thema Talentsichtung interessiert mich und ich denke auch einige der Hörer. Wo können Spieler heutzutage, Jungspieler, damit rechnen, dass sie dem Tommy Gentner am Sonntag begegnen? Und das als erste Frage und daran anschließend, ist es auch noch so, dass ihr wirklich, dass du den Spieler individuell an einem Samstag irgendwie anschaust und sagst, okay, der wird interessant, oder ist es eher so, dass man auf Daten basiert quasi Talente entdeckt? Also ist es wirklich dein erster Eindruck und dann geht es weiter, oder ist es datenbasiert? Ja, man muss unterscheiden, was in welchem Altersbereich wir von Talent reden. Also wenn wir jetzt wirklich von Talente im jungen Alter, im Nachwuchsbereich redet, wird es für uns Agenturen fast unmöglich sein, datenbasiert zu arbeiten. Also wir haben einfach keinen Zugriff im C-Jugend-, B-Jugendalter auf Daten, womit sich der Sport ja heute extrem beschäftigt, was auch vollkommen richtig ist oder was ja auch Sinn macht. Daher sind wir dann schon beim Live-Scouting, für mich aber weiterhin auch essentiell, einfach zu wissen, wie der Junge sich auch von der Körpersprache, von der Mentalität im Spiel drumherum, vielleicht auch mal beim Warmmachen während dem Spiel auch gibt, wo man einfach auch wichtige Eindrücke sammeln kann. Was den Erwachsenenbereich angeht, gibt es natürlich genügend Anbieter, wo extrem viele Daten ausspucken über jeden einzelnen Spieler, ob es Laufleistungen angeht, Anzahl an intensiven Läufen und so weiter, dann aber auch eine gewisse Passquote, Zweikampfquote, wo heutzutage schon immer mehr und mehr aussagekräftig sind, wo man auch dort Spieler noch rausfiltern kann gucken muss, ob man da vielleicht auch Zugriff drauf hat auf die Jungs, weil man weiß, okay, der Spieler mit den Attributen, mit den Elementen passt vielleicht ganz gut zu dem Verein, wo man einen guten Austausch hat. Nutzen wir beides. Trotzdem ist mir am Wochenende das Live-Scouting lieber, weil Fußball wir selber auf dem Feld heutzutage so trotzdem die Atmosphäre am Spielfeldrand auch was Schönes. Absolut, absolut. Das heißt, der junge Basti mit 8, 9 Jahren oder 10, 11, whatever, müsste hier irgendwo in der Stuttgarter Gegend spielen an einem Turnierteig und hoffen, dass der Tommy Gentner draußen steht mit einem Bier und einer roten Wurst und ihn entdeckt. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, man versucht zumindest seriös aufzutreten, was das Bier angeht, wird sicherlich nicht dabei sein. Und zeitgleich in dem Altersbereich, bin ich auch ehrlich, wirst du mich im Normalfall auch nicht sehen. Also ich finde es vernünftig, dass man im C-Jugendbereich sicherlich auch mal einen Blick über die einzelnen Kader wirft. Es fängt immer wieder immer früher an, dass Talente in dem Alter schon mit Agenturen im Austausch sind, hat aber auch ein Stück weit die Notwendigkeit, dass einfach im C-Jugendbereich die Jungs heutzutage mit unterschiedlichen Verträgen schon konfrontiert werden. Und das sind dann schon Themen, wo wir auch als Agentur versuchen, neutral zwischen Verein, zwischen Spieler, einfach auf gewisse Folgen von den Verträgen auch hinzuweisen. Das sind doch dann Entscheidungen, die wo vielleicht die Spieler über 3, 4 Jahre beeinflussen können, wo sie sich an Vereine binden, wo dann schon wichtig ist, was. Konsequenz ist ja der falsche Ausdruck. Also es ist ja auch immer
ja, eine, sagen wir mal, eine Bestätigung für gute Leistung, wenn ein Verein in dir so eine Perspektive sieht, ja, in den nächsten Jahren mit dir arbeiten zu wollen, weil das Talent da ist, weil du als Spieler einfach so viel Potenzial mitbringst und das auch im tagtäglichen Training, Trainingsalltag, Woche für Woche im Spiel deine Leistung abrufen kannst, dass der Verein zufrieden ist und dir das dann auch, ja, und da geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern einfach NLZ sind mittlerweile extrem umfangreich auch aufgestellt, was Manpower angeht, was Trainingsbedingungen angeht, was eine gewisse Infrastruktur angeht. Und wenn das den Jungs ermöglicht wird, ist es natürlich auch eine Wertschätzung gegenüber den Jungs. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja, nicht bei 8-, 9-, 10-Jährigen irgendwo im Spielfeld dran, würde mir die Zeit auch gar nicht ermöglichen. Der Wunsch ist natürlich schon irgendwo im B-Jugendalter aufwärts, die Jungs zu begleiten, vor allem nachher auch im Übergang Jugend- in den Erwachsenenbereich und im Erwachsenenbereich auch die richtigen Entscheidungen für eine ja, erfolgreiche und ja, spannende Karriere für die Jungs mitzuentscheiden. Das heißt B-Jugend dann auch ab einer gewissen Spielklasse oder wie ja, ist das? Ja, also man kriegt sicherlich immer mal wieder einen Input aus dem eigenen Netzwerk, aus dem Bekanntenkreis, dass auch ja, vielleicht nicht in der höchsten Liga, vielleicht bei ein, zwei Ligen drunter, wo ja auch, das ist für mich nicht Amateursport, es gibt gerade hier um Stuttgart herum, also ich habe auch noch ja, 5 Jahre in Freiberg gespielt im Erwachsenenbereich, wo auch dort eine gute Jugendarbeit gemacht wird oder zig andere Vereine könnte ich da jetzt aufzählen, wo dann trotzdem im B-Jugend, A-Jugendalter auch noch spannende Talente ja, mitlaufen können. Und wie gesagt, wenn das nachher die Jungs sind, die wo vielleicht in Freiberg in ihrem Alter Woche für Woche gefordert sind, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, weil sie halt nicht 10 andere Top-Talente um sich herum haben, wo, ja, wo das spielerisch durch Kombinationsfußball klar ihren Gegner beherrschen, sondern doch mit 3, 4 ja, Spieler da mehr gefordert sind, dann kann das nachher der spannendere Entwicklungsschritt oder der spannendere Weg für einen einzelnen Spieler sein, wie beim VfB, vielleicht Kaderplatz 12 bis 15. Deshalb ja, guckt man da schon, wenn es die Zeit zulässt, auch immer wieder in den Ligen Spiele an. Und ich finde, in den zweiten Bildungsweg, wo nicht zwingend von Beginn an, von klein auf in dem NLZ stattfindet, oft auch extrem spannend, weil das Potenzial, wenn die mal in solche in so einem Umfeld, wo dann doch mal 6, 7 Mal trainiert wird, wo dann ja, individueller trainiert wird, positionsspezifischer trainiert wird, ja, einfach nochmal extrem viel Potenzial vorhanden ist, auch im älteren Nachwuchsalter einige ja, Stärken oder Potenziale auszuschütten. Ja, ja, ich denke gerade so nach, weil du es jetzt auch erwähnt hast, so schwarze Schafe ist falscher Ausdruck, schwarze Schwäne, wie zum Beispiel Miroslav Klose oder auch Füllkrug, genau. Die halt nicht immer, also diesen oder auch Gosens, die nicht immer diesen vorgezeichneten Weg durch die ganzen Jugendakademien, NLZs und dann ja, irgendwas von Deutschland durchlaufen haben, sondern dann wirklich so von jetzt auf gleich aufgetreten sind mit einer anderen Mentalität. Wenn ich auch an mich und Freunde zurückdenke, die früher halt so bei Dorfvereinen gespielt haben und dann auch eher im späteren Alter gewechselt sind. Und dann kommst du halt in die Strukturen rein, die dann so ein größerer Verein dann doch hat, wo du dann nicht mehr der eine Spieler bist, sondern dann einer von vielen. Und da sind drumherum viele, die wirklich richtig gut kicken. Dann bist du dann auch nicht mehr der, der sein Dribbling durchführt, sondern auch eher der, der vielleicht mal den Pass lieber spielt. Und dann muss man halt schon schauen. Und deshalb finde ich es ganz, ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das dann trotzdem auch wahrnimmst und dann auch anschaust, wenn du solche Tipps bekommst. Also finde ich ja, sehr spannend. Es gibt ja, wie du sagst, einfach zig Beispiele. Wo, und auch das kann wieder wertvoll sein, dass die Jungs, die wo von klein auf über Jugendnationalmannschaften oder ähnliches gehypt werden, dort einfach Jahr für Jahr erst gewohnt sind, an vorderster Front zu sein. Vielleicht doch früher ein Sättigungsgefühl entsteht, sicherlich nicht bei jedem. Also Florian Wirtzahn oder ähnliches, richtig. Wo man doch mit 17 einfach der Weg schon geebnet war, weil es ein unheimlich geiler Kicker ist, weil er ja, Elemente im Spiel hat, die du nicht lernen kannst, das ist einfach Talent. Und wenn dann noch die Einstellung passt, dann ja, wünschen wir uns vor allem jetzt nach so einer Verletzung, wie er gerade wieder ja, performt. Ja,
Also für das lieben wir Fußball. Also richtig, einfach, richtig. Also dieses Dribbling an dem Sonntag, also das ist einfach eine Augenweide und macht Spaß, sowas zu sehen. Oder auch wenn ich also Musiala teilweise mit seiner Ballbehandlung, sind einfach noch solche Kicker, wo es einfach nur Spaß macht, dazu zu schauen. Voll. Ballannahme, Ballmitnahme, Dribbling, es ist wirklich belegt, Spaß. Und das ist als Außenstehender manchmal gar nicht einzuschätzen, in was für einem Tempo die ganzen Bewegungen trotzdem passieren. Also das ist, das muss man selber nur schon ein Stück weit erlebt haben, was die ganze Passschärfe angeht, was, wie du sagst, die ganzen Drehungen, Wendungen angeht, in was für einer Explosivität das stattfindet und dann trotzdem bei solchen Ausnahmen können, alles doch noch Hand und Fuß hat und recht elegant und leichtfüßig aussieht. Ja. Dann jetzt in Slow Motion bei Sky sieht es dann immer einfach aus, aber wenn, ich glaube, im Live, also wenn man dann auch Gegenspieler ist, ich glaube, da hat man nicht wirklich Spaß damit. Nee. Du hast jetzt auch gesagt, diese jüngeren Talente, wir haben es im Vorgespräch auch mal kurz angerissen, wie wichtig ist quasi jetzt auch für die jungen Zuhörer, wie wichtig ist es, dass ich Talent habe, wenn wir jetzt gerade alias Florian Wirtz oder Musiala ansprechen, dann aber auch diese Siegermentalität, die wir eingangs auch besprochen haben, dass sie im Hause Gentner dann auch doch sehr vorhanden war, dieses Gehen zu haben, dann die Lernfähigkeit, dass ich einfach auch offen bin zu sagen, ich komme zu einem größeren Verein, ich stelle mich der Herausforderung und ich lerne da auch was. Und das gemixt auch mit der Professionalität und dem Benehmen, das ich an den Tag lege. Wie wichtig ist diese Kombi auch jetzt für dich hinsichtlich Spieler, dass ich sage, hey, der kann es schaffen oder bei dem passt das Gesamtbild. Also kann man das sagen, Gesamtbild, oder ist es da für dich dann schon eher, der ist zwar jetzt nicht die hellste Leuchte an der Kerze, aber er hat halt enormes Potenzial, was das Talent betrifft und das Siegergehen, dem reicht es durch. Drückt man da auf der anderen Seite lieber ein Auge zu oder ist doch das Gesamtpaket, das wichtig ist? Ja, du sprichst extrem viel an. Also wie du sagst, auf der einen Seite erstmal das Talent. Also ich glaube, um im Leistungssport jetzt gerade auf Fußball bezogen wirklich oben ankommen zu wollen, das Hobby zum Beruf zu machen, vielleicht auch dann nachher ein paar Euro verdienen zu können, ist sicherlich Grundvoraussetzung. Also ob es im jungen Alter reden wir oft von Bewegungstalenten, dass die Motorik, dass die Koordination schon auffällig ist, dass sie dort einfach sichtbar ist, dass sie sich auf dem Platz einfach anständig bewegen können. Parallel dann technisch kann man sicherlich viel trainieren, viel erlernen. Und dann geht es aber, wie du vorhin gerade gesagt hast, was gewisse Mentalität angeht, was Lernwilligkeit angeht, die enorm wichtig ist. Also das ist für mich schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass das auf Dauer sogar Talent schlägt, weil jemand, der einfach nicht aufgeht, der vor allem wenn Widerstände mal auftreten, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, nicht immer den bequemen Weg gehen zu wollen, sondern gerade dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, hey, jetzt habe ich mal wieder eine Aufgabe, daraus Motivation zu ziehen, noch stärker werden zu wollen, nicht klein beigeben, auch jeder Spieler kennt es. Vielleicht hat man mal einen Trainer, der wo 5, 6, 7 Wochen nicht auf einen steht, aber dann trotzdem sich selber tagtäglich im Training zu motivieren, zu sagen, hey, mir egal, ich werde es demjenigen zeigen, ich hau mich rein und irgendwann wird er nicht an mir vorbeikommen. Oder im Fußball ist ja das Schöne, du wirst nicht deine ganze Karriere nur unter einem Trainer spielen. Irgendwann kommt der andere Trainer und den werde ich dann überzeugen, weil der dann auf den Spielertyp wie mich steht. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die wohl extrem wichtig sind. Was du jetzt sagst, was Benehmen angeht oder was auch ein Stück weit Anecken angeht, bin ich zwiegespalten. Also ich finde schon, wie vorhin gesagt, es ist ein Mannschaftssport. Also nur Alpha-Tiere funktioniert nicht. Also du kannst eine IHG sein, wenn das aber jeder mit der Einstellung rangeht, wirst du als Mannschaft keinen Erfolg haben. Keine Elf Stefan Effenbergs. Also wird schwierig. Also man braucht schon eine Hierarchie. Ich bin auch ein Freund, dass trotzdem Jungs, die vielleicht ein bisschen schwieriger Charakter sind, wenn die aber am Wochenende auf dem Platz dann auch den Unterschied machen, sind die zu 100% trotzdem von der Mannschaft akzeptiert.
weil die dann Stadion ist der falsche Ausdruck, aber trotzdem irgendwo gewisse Freiheit genießen sollen, wenn es dann am Wochenende auch zur Entfaltung kommt. Und auch da ist wieder eine Gesellschaft, wo wir gerade hier, glaube ich, im deutschen Nachwuchs auch gucken müssen, dass wir nicht alle nur glattbügeln dürfen an Spielern, sondern das ist Aufgabe auch von Trainern, von Vereinsverantwortlichen, dort, ja, was Menschenführung angeht, jeden Spieler ein Stück weit individuell behandeln zu können, zu müssen, und da auch ein Gefühl zu entwickeln. Also ich habe allergrößten Respekt, oder schau, wenn man jetzt auf Top-Niveau über Bayern München redet, ich glaube, das ist vom Trainer wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe. Absolut. Dort einen Kader von 20 bis 25 Top-Stars, die wo, ja, absolute Weltklasse sind, die wo völlig zu Recht auch einen Anspruch haben, zu spielen Woche für Woche, die, ja, das intern zu moderieren. Dort trotzdem auch die Jungs, die wo am Wochenende vielleicht nicht spielen, bei Laune zu halten. Zu sagen, okay, die pushen von draußen trotzdem die erste Elf, freuen sich, wenn sie gewinnen. Eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von heutigen Trainern, dort dann auch alle Spieler in die Spur zu bringen, dass sie gemeinsam Erfolg haben zu wollen. Und klar, im Nachwuchsalter müssen Grenzen festgesetzt sein. Wenn die dann überschritten werden, muss es Konsequenzen haben. Also da gibt es auch mal sicherlich eine zweite, eine dritte Chance, was auch wichtig ist, dass man nicht den Spieler direkt, wenn er einmal ein Vergehen hat, fallen lässt. Aber wenn da dann halt nicht irgendwann mal das Klick macht beim Spieler, ist es im Mannschaftssport dann irgendwann auch schwierig oder kann für zu viel Unruhe sorgen, dass auch eine Mannschaft darin zerbricht, wenn man nicht irgendwann konsequent durchgreift. Bei deinen Worten musste ich gerade drüber nachdenken. Ich habe vor kurzem diese auf Amazon diese Dokumentation über Bayern gesehen. Gänsehaut, oder? Ja, absolut, absolut. Und vor allem auch gerade das, was du gesagt hast, dieses alle Spieler bei der Stange halten. Und wenn ich eher an unsere Stuttgarter Ikone Mario Gomez denke, wie er auch gesagt hat, dann kam Frank Karl und hat halt gesagt, wer bist du? Also ich kenne dich nicht. Und er hatte halt eigentlich ein Mordstanding. Und wenn man dann auch in den Interviews hört, wie der Co-Trainer gesagt hat, hey, wenn ich die Tore von Mario Gomez in Stuttgart angeguckt habe, waren viele glücklich. Bei vielen, ja, war es ein Stolpertor und nur wenige davon waren krass erzielt. Und trotz allem diese Mentalität zu haben und zu sagen, hey, aber wenn ich meine Chance kriege, dann zeige ich es auch. Und er hat es dann wieder hingekriegt, ja, in der Dokumentation. Und auch den anderen Spielertyp, den du gerade erwähnt hast, der dann kam, der ein bisschen eklig war, der angeeckt ist, also Mario Mandzukic, der nachher dieser Mannschaft so enorm weitergeholfen hat, also wie du sagst, also Gänsehaut und auch viel, was du als Spieler, auch als junger Spieler mitnehmen kannst. Also voll, also wie du richtig sagst, also ich fand es auch beeindruckend, wie Mario da davon erzählt hat. Also dass er wirklich, und wir haben es ja hier in Stuttgart erlebt, wo er Torschützkönig wurde, wo er Meister wurde, was er hier bundesweit in der Bundesliga für ein Standing hatte, als absoluter Königstransfer bei Bayern verpflichtet wurde und der neue Trainer ihn gefühlt anguckt und ja, guck mal, was du auf dem Platz hier machst. Also, ja. Ja. Du musst ja auch erstmal hier immer das blaue Hemdchen anhaben und so in den Trainingseinheiten. Also. Dass er dann natürlich im ersten Moment auch gar nicht damit umgehen konnte, aber jetzt rückblickend, er sagt, war für seine Karriere nochmal extrem wichtig, dass er dort auch nochmal richtig krass fressen musste, dass er da ja, sich auch alles arbeiten musste und er aber nicht locker gelassen hat. Das, ja, es hat, glaube ich, genug Spieler gegeben, die auch gesagt hätten, okay, ja, dann lege ich mich halt zurück. Halt. Genau. Ich habe einen Markt, es gibt genug Vereine, die auf uns sind, wenn ich bei denen bin und wenn der Trainer keinen Bock auf mich hat, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Aber er hat es akzeptiert, er hat es angenommen und er ist 100% nochmal ein besserer Spieler geworden und hat er dann auch super, super erfolgreiche Jahre gehabt. Andererseits, wie du sagst, hat es dann auch nachher anerkannt, dass in Mario Mandzukic vielleicht nochmal eine andere Qualität und nicht mal, dass er besser oder schlechter ist, sondern einfach ein Element mit reingebracht hat, was er nicht so verkörpern konnte und das dann aber auch anerkannt hat und sich auch die Mannschaft wieder, der Mannschaft untergeordnet hat, um einfach das große Ziel, und das war damals einfach mit aller Gewalt die Champions League zu gewinnen, nachher zu erreichen. Und ich glaube, Halbfinale, da hat er sogar selber gespielt gehabt, genau. Und so weiter. Ist er auch unheimlich dankbar für die ganze Phase, was er in München erlebt hat. Absolut, absolut. Also wie gesagt, ist absolut empfehlenswert, wenn man da so
also zwischen den Zeilen auch viel mitnimmt. Also ich finde gar nicht, also das ist so der Weg dahin, aber auch das, was die Spieler dann von sich geben, diese Learnings, die sie mitgenommen haben aus der Zeit und jetzt auch wieder rückblickend sagen, es hat mir einfach geholfen, es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, es hat mich vorangebracht. Das ist wirklich auch das, was ich immer sage. Es gibt immer schwierige Phasen beim Fußball. Ich denke, du hast noch einen besseren Einblick mit deinen Spielern, die du dann berätst und dann auch hinsichtlich ihrer Karriere, dass es halt gewisse Ups und Downs gibt, aber dass es halt auch im Nachgang vielleicht auch, ja, dass es dir weitergeholfen hat. Wie du vorhin auch gesagt hast oder eingangs gesagt hast, dann ging ich dann halt mal zu den Stuttgarter Kickers, aber im Nachgang betrachtet, ich hatte meine Spielzeit, ich hatte wieder Spaß am Fußball, ich konnte mich zeigen. Also, du sagst es. Und das ist auch das, was ich meinen Jungs sehr, sehr transparent immer wieder vermitteln will. Also ich will immer ein offenes Ohr haben für alle Jungs. Also das wissen auch meine Spieler, die ich betreue, dass wir da gefühlt auch 24-7 und wenn es eine Sprachmemo mitten in der Nacht ist, per WhatsApp, dass ich immer noch die Sprache von den Jungs spreche und dann aber meinen Erfahrungsschatz, den ich in meiner, ja, auch nicht auf ganz, ganz hohem Niveau, was Bundesliga oder internationale Spiele angeht, aber trotzdem, du sagst es richtig, ich glaube, ob es nachher in der Regionalliga Dritten Liga, ob es dann aber für manche auch die Landesliga, Verbandsliga wäre, in der Situation ist man gleich, wenn man den Anspruch hat, in Woche für Woche spielen zu wollen, gibt mir da alles und macht sich einfach Gedanken, wie komme ich da hin. Und die Situation, was die Jungs mir erläutern, habe ich sicherlich, ja, zumindest so ähnlich auch schon in meiner Karriere erlebt. Also genug gute Phasen, dann aber auch schlechte Phasen, ob es nachher Unruhe in der Mannschaft ist, ob es Abstiege sind, ob es Aufstiege sind, ob es Meisterschaften sind, dann aber auch Spiele, wo man ja unantastbar war, wo man Kapitän war, dann aber auch Phasen, wo man 8, 9, 10 Wochen ja gefühlt nicht berücksichtigt wurde. Und wie kann ich in den Phasen handeln, wie kann ich ja trotzdem die Zeit nicht vergeuden, sondern wieder selbst durch eigenes Handeln, durch Trainieren, vielleicht auch mal ein Gespräch führen, durch mein Auftreten die Situation so beeinflussen, dass ich gestärkt herauskomme und aber auch, dass ich die Ziele, was ich mir selber in der Mannschaft, wo ich gerade bin, gesetzt habe, dann auch erreiche. Und da glaube ich schon, dass ich meinen Jungs immer wieder wertvollen oder hilfreichen Input liefern kann, um gemeinsam dann auch ihrem Ziel näher zu kommen. Sehr wichtig. Wow, die Zeit, die verfliegt schon wieder wie im Flug. Ich würde sagen, Tommy, wir machen eine kurze Pause, lassen unsere Zuhörer kurz durchatmen und sind dann gleich wieder zurück. Als du zur Nationalmannschaft kamst, welcher Spieler war denn der Netteste? Es war wer war denn so richtig offen, wo du dachtest, boah, ist ein dufter Typ? Dufter Typ habe ich auch lange nicht gehört. Soll ich dir was sagen? Olli Kahn. Ja? Ja? Echt? Ja. Hat er dich so aufgenommen in den Kreis oder wie? Nee. Man kannte ja Olli so von Bayern München wirklich so richtig aggressiv und hat die Spieler beschimpft und alles Mögliche. Und ich hatte wirklich eine Szene im Kopf, wo wir 4-4 gespielt haben und ich einen abgelassen habe und habe schon gejubelt. So, ja, der ist drin. Auf einmal kam der auf mich zugelaufen und hat gesagt, hier ist der Ball, der ist nicht drin. Komm her! So, und ich dachte, ach du Scheiße. Ja, wirklich so richtig. Ja, vor allem, man hat auch diesen Blick von Olli Kahn gerade vor sich. Genau. Und dann dachte ich so, Alter, was ist denn mit ihm denn so los? Ne? Beim Essen neben mir Witze erzählt, umarmt und gelacht. Und da dachte ich so, also das ist Olli. Weißt du, so locker. So. Ja. Aber zwei Gesichter eigentlich. Ja, ne? Aber das ist doch, ich finde das gut. Wenn du auf dem Platz ein ganz anderer Typ bist, als wenn du auf dem Platz bist, nur am Lachen und beim Essen bist du auch am Lachen. Nein, er konnte es unterscheiden. Training wie Freizeit. Oh, wir haben es gerade schon angesprochen gehabt, beziehungsweise es war die perfekte Überleitung, die du mir schon gegeben hast mit der Dokumentation Road to Wembley. Ich fand es sehr, sehr spannend, diese Aussage von Mario Gomez aus der Zeit, die sie dann dort gehabt haben, wo er mit Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber, so eine Gang war, die dann immer wieder draußen abgehängt ist und trotz dieser, also ja, die waren im Fokus der Medien, weil FC Bayern sowieso und auch Champions League, wo sie was zeigen mussten und trotz allem sind die zusammen abgehangen und waren menschlich, also ich würde sagen, so wie man es im Amateurbereich auch gut kennt,
eingetrunken und gefeiert und getan und trotzdem Sonntag für Sonntag oder Samstag für Samstag die Leistung auf den Platz bekommen. Tommy, gibt es da bei dir auch irgendwelche Anekdoten, die du mit uns teilen würdest, wo auch dieses Bild einfach widerspiegeln, dass der Profi dann doch auch eigentlich ein Amateur des Herzens ist oder im Herzen ist? Ja, also ich denke, es sind auch ganz, ganz wichtige Erlebnisse im Mannschaftssport, dass man außerhalb vom Fußballplatz, von den Trainingseinheiten, von den Spielmaßnahmen auch gemeinsam Zeit verbringt und die dürfen dann auch ruhig unterhaltsam sein. Also egal, ob es dann Feiern sind, ob es tagsüber einfach Momente sind, wo man ja miteinander lachen kann oder dann auch am nächsten Morgen in der Kabine erstmal der Abendrevue passieren lassen werden muss, um gewisse Erlebnisse, wo man vielleicht nicht mal alles auf Anhieb zusammenbekommt, sich gegenseitig Erinnerungslücken wieder beibringt. Und also ich denke da gern sicherlich auch noch an meine Zeit in Koblenz zurück, wo man im Rheinland, denke ich, sowieso sehr, sehr offen miteinander umgeht, ob es auch Karnevalszeiten sind, wo wir als Schwaben jetzt nicht zwingend mit Fasching, klar, gibt es, aber ich nie der richtige Freund war, erst im Rheinland, dann, was Karneval anging, sehr, sehr ansteckend war. Ob es direkt in Koblenz, ob in Köln coole Momente hatte. Aber auch so, es Saisons gab, wo ganz klar war, okay, wir haben, egal wie das Spiel verläuft, am nächsten oder am Abend noch bestimmt 10, 12 Jungs, die abends noch gemeinsam auf Tour gehen. Wie du sagst, Mario hat das auch gut beschrieben, dass diese Momente ein extrem zusammenschweißen, wenn man dort coole Erlebnisse hat. Ja, auch die Woche drauf wieder bereit ist, alles zu geben für sein, nicht nur Mitspieler, sondern einfach Kumpel, ein Freund, sich den Arsch aufzureißen, gemeinsam zu fighten und Siege einzufahren und dann aber auch abends vielleicht im Nachtleben mal gemeinsam zu feiern. Und da hatten wir auch eine gute Basis, würde ich sagen, einen harten Kern, der, wo, egal ob er gespielt hat oder nicht, also bin ja auch ehrlich, es war ein Profitum, es gab Jungs, die wussten ganz genau, okay, am nächsten Morgen ist Spielersatztraining, was vergleichbar ist mit Spieltag für die Stammspieler, wo sie echt nochmal richtig gefordert sind in kleinen Spielformen. 4-4, wo du dir keine Pausen gönnen kannst, waren aber am Abend davor wahrscheinlich die, wo den Club abgeschlossen haben. Also ich habe die Jungs zum Training mitgenommen. Wir hatten eine coole WG mit zu dritt, wo dann aber meist 7-8 Spieler am nächsten Morgen aufgewacht sind. Und dann hieß es halt gefühlt 200 Meter, bevor man auf den Spielerparkplatz kommt, halt bitte kurz nochmal links an. Ich soll kurz hinter den Busch mich anderweitig entleeren. Es sind aber trotzdem Momente, wo man einfach gemeinsam erlebt, wo man drüber lacht, wo man trotzdem dann auf dem Feld dann auch vielleicht mal grinst. Ein Zusammenhalt in der Mannschaft vorhanden ist, wo Spaß macht, wo Laune macht und wir auch wirklich eine erfolgreiche Saison hatten. Sehr gut. Also es klingt genauso, wie ich es aus dem Amateurbereich auch kenne, dass man doch mal Momente hat, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass man spielt und man den Abend davor dann doch ein bisschen tiefer ins Glas blickt und auf einmal heißt es am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag dann doch, du bekommst heute die Möglichkeit, Stab zu spielen und alle anderen lachen insgeheim schon und man versucht sich irgendwie zusammenzureißen und dann das Ding irgendwie über die Runden zu kriegen. Aber gab es bei dir irgendwie jetzt so, wenn du zurückdenkst an deine Zeit, Frankfurt, Koblenz, Kickers, etwas, wo du dich dran erinnerst, wo du sagst, hey, das war einfach eine coole Anekdote, wo ich zurückdenke, da kannst du auch gerne hier mit uns teilen, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn du da irgendwie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdest. Ja, es gibt sicherlich noch ein, zwei Storys, an die man gern zurückdenkt. Sicherlich auch eine witzige Story, dass wir nach dem Kader, es war ein Umbruch, Koblenz damals auch von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen, wo ich dann dazugekommen bin. In der Kaderbreite den einen oder anderen Nachwuchsspieler auch die Chance gegeben haben, bei der ersten Mannschaft dabei zu sein, wo aber auch klar war, okay, denn ihre Rolle ist wirklich ein Stück weit für gute Stimmung zu sorgen, sich im Trainingsalltag
natürlich beweisen zu wollen, Gas zu geben, aber ja, wenn sie am Spieltag nicht im Kader sind, dass die es absolut akzeptieren. Und trotzdem waren es zwei ja, absolute ja, Koblenzer Jungs, die wo dann, ja, weil die Kader doch dünn war, dann in Phasen, wo Sperren dazugekommen sind, aber auch Verletzungen dabei waren, sie immer wieder im Kader dabei waren und ja, sie aber wussten, okay, vermutlich wird noch am Spieltag nicht, nicht zum Zug kommen. Bei denen war dann klar, okay, Auswärtsspiel, Hotelzimmer, Abend davor, jeder nimmt meinen Sixer mit, dass sie da unterhaltsam Abend noch im Hotelzimmer haben. Und wir hatten die Problematik, ja, wir hatten einen Ausrüster, der wo, es gab noch keinen Einheitsball in der Liga. Mhm. Jeder war verantwortlich für, mit seinem Ausrüster, mit den eigenen Bällen am Spieltag zu spielen. Und ja, da waren wir in der Mannschaft jetzt nicht allzu begeistert von unseren eigenen Bällen. Wir waren immer froh, wenn ein Auswärtsspiel angestanden ist und wir uns ja, mit anderen Bällen, also damals Adidas, Puma, Nike, die einfach schon deutlich fortgeschrittener waren oder ja, für uns dann einen Mehrwert im Training auch gegeben haben, trainieren zu dürfen. Und aber auch da waren wir in der Breite einfach, was Bälle anging, jetzt nicht umfangreich ausgestattet. Und somit hat sich dann peu à peu ja, die Aufgabe von den zwei Jungs auch ergeben, bei Auswärtsspielen unseren ja, Ballsack, was andere Marken angeht, zu erweitern. So. Waren Sie das sehr einfallsreich? So kann man sagen. Also ihr Hauptpart lag darin, ja, vielleicht dann doch ein, zwei Bälle von der gegnerischen Mannschaft ja, bei uns in der Kabine nachher zu platzieren und zufälligerweise mit einem Koblenz mitzubringen. Und so waren wir dann irgendwann Mitte, Ende der Saison ganz gut ausgestattet, dass wir ja, vor Auswärtsspielen dann doch auch mit anderen Marken sicherlich 15 bis 20 Bälle hatten, um dann auch uns gut auf den Gegner einstellen zu können. Also, haben sie einen guten Job gemacht, die zwei Jungs. Grüße gehen raus. Ja, und Grüße gehen raus an die ganzen Vereine, die sich damals immer gewundert haben oder irgendwie an jemand gewendet haben und gesagt haben, sag mal, also die Bälle, immer wieder fehlen mal zwei Stück, was ist denn da los? Und wer ist da dafür verantwortlich? Und die gehen sicherlich auch in dem Sinne Grüße raus. So ist es. Und gerade das Thema, wir hatten es vorher mal im Vorgespräch drüber oder auch jetzt gerade eingangs erwähnt, dieses Thema am Trinken ist ja heute nicht mehr, oder Alkohol trinken, um genau zu sein, ist ja heute nicht mehr so gang und gäbe, Social Media etc. pp. Man wird überall gesehen, man wird überall ja, identifiziert, gleich gefilmt. Zu deiner Zeit war es, hoffe ich, oder denke ich, noch nicht ganz so, noch nicht ganz so ja, präsent, würde ich sagen. Hattet ihr da schon noch die Möglichkeit, dass ihr auch zusammen dann in Frankfurt, Koblenz, irgendwie Stuttgarter Kickers mal losgezogen seid und zusammen einen Abend verbracht habt in Clubs und das ein oder andere Kaltgetränk zu euch genommen habt? Oder ja, was? Also schwer zu sagen, ob wir uns von der heutigen Zeit hätten beeinflussen lassen. Also wenn man jetzt wirklich in die obere Etage, was Bundesliga und so weiter angeht, ja, man ist schon extrem gläsern heutzutage. Also wenn man am falschen Zeitpunkt sich im Nachtleben herumtreibt, ja, kann man das oftmals gar nicht einrichten. Also es ist einfach, wie du selber sagst, wie schnell dann doch Handys gezückt werden, Bilder, Videos viral gehen, in Social Media landen, muss man natürlich schon vorsichtig sein oder muss man sich im Voraus vielleicht schon bewusst sein, wie schnell das sich dann herumspricht oder sich verbreitet. Andererseits glaube ich auch, dass es wichtig ist, sowohl die Medienlandschaft als auch die Vereine, dass da auch einfach der Mensch gesehen wird, dass ja, auch die ein Privatleben haben, auch die außerhalb vom Fußball ja, Dinge nicht nur erleben sollen, aber einfach auch ihre Familie, ihre Freundeskreis ab und zu mal was schuldig sind. Absolut. Und ich glaube auch, wenn man da ja, jetzt nicht unbedingt ein, zwei Tage vorm Spiel oder wenn es dann doch wirklich mal eine Phase gibt, wo in den nächsten drei, vier Wochen wichtige englische Wochen anstehen, wo einfach auch gewisse Regeneration angebracht wäre, wenn es nicht in der Phase passiert, ja, die Jungs es auch trotzdem umsetzen können und es auch gegönnt sei, wenn die sich normal verhalten, am Wochenende ja, auf dem Platz alles gegeben haben, würde es auch von den Fans, die da auch eine extrem wichtige Rolle spielen, absolut akzeptiert.
freuen sich eher, wenn sie mal aus in der Stadt auch jemanden sehen. Aber ja, so zur Zeit gab es auch, ich kann mich an Frankfurt noch erinnern, wo wir ein Auswärtsspiel in Nürnberg hatten, wir auch verdient verloren haben, sagen wir so, dort einfach deutlich die schlechtere Mannschaft waren, mit dem Bus zurückfahren sind, der Trainer ganz klar gesagt hat, er kriegt da morgen, übermorgen mit, die Jungs haben sich in der Stadt herumgetrieben, ihr wart unterwegs, das soll sich heute keiner trauen. Zum rechten Ohr rein, zum linken Ohr raus. Ja, ganz aber man hat sich kurz Gedanken gemacht, wie regeln wir das heute Abend. Dann hat sich halt, und waren auch Jungs, also von Namen her, ich glaube Timmy war dabei, dann aber auch Joel Zumo und so weiter, wo man ja, relativ schnell das Auto gepackt hat. Dann ist man halt von Frankfurt noch nach Stuttgart gefahren. ein, zwei, drei Jungs, unter anderem auch ich, in Stuttgart dann einfach auch Anlaufstellen hatten, wo man auch übernachten konnte. Okay. Und man in Stuttgart dann einen guten Abend hatte. Also, da waren wir uns dann doch so sicher, dass das nicht zwingend rauskommt. Und das sind auch wichtige Momente, absolut, wo einfach zusammenschweißen, wo man trotzdem sagt, hey, sorry, es ist heute nicht gut gelaufen sportlich, aber jetzt in Wochenende uns zu Hause einsperren, Fernseher zu gucken oder von mir aus mit Crazy anzumachen, ist dann auch keine Option. Also man soll einfach auch nur so verbringt man zusammen Zeit, kann dann auch bei ein, zwei Getränken nochmal das Spiel Revue passieren lassen. Ich glaube, das bringt eher wieder die Mannschaft voran, wenn man dann zusammen dort privat auch noch was unternimmt, am Montag wieder mit einer guten Laune ins Training geht und bereit ist, komm, nächste Woche machen wir es besser. Es ist passiert, wir können es eh nicht mehr verändern. Lass uns nach vorne gucken, lass uns heute einen geilen Abend haben und dann aber nächste Woche wieder ins Sieg einfahren. Und dann ist das auch alles okay. Und jetzt Samstagabend können wir es eh nicht mehr beeinflussen. Richtig. Lass uns richtig, aus der Zeit das Beste machen. Richtig. Ja, erinnert mich auch so an die vielen Aussagen, die ich so vom Freundesbekannteskreis so erhalte. Also nach einem Sonntagsspiel dann doch lieber mal oder samstags, wenn man die Möglichkeit hat, samstags zu spielen, danach mal den Frust wirklich sich von der Seele zu trinken oder wie du auch sagst, auszutauschen. Tut einfach gut, wie einzuschließen, drüber nachzudenken, es tot zu denken quasi. Deshalb, also finde ich sehr, sehr authentisch, dass ihr da einfach die Location gewechselt habt und gesagt habt, hey, er hat ja nur Frankfurt gesagt, also von dem her, von Stuttgart war nicht die Rede. Wenn du hast ja bestimmt ja auch Kontakt zu jetzt durch deine Arbeit zu verschiedenen Vereinen. Gab es da irgendwie, also wenn du mit Vereinen in Kontakt getreten bist, irgendwo eine Story, wo dir so im Kopf geblieben ist, wo du so gesagt hast, boah, also keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, dass das, also es ist ja keiner deiner Spieler, aber dass das dort mal passiert ist oder so, gab es da vielleicht irgendwas in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, also hat mich dann schon vom Hocker gehauen, dass da passiert ist? Ja, es gibt immer wieder Stories, wo man dann schon sich schwer hineinversetzen könnte, dass man den sowas Extremes vielleicht nicht umgesetzt hätte. Nicht so ein Stegreif, verbinde ich dann zu viel immer wieder mit Leuten, wo mich schwer tue. Oder, also jetzt direkt aus dem, kann ich jetzt im Detail keine Beschreibung, wo sie wahrscheinlich anbietet hier dann auch. Okay. Zu viele Beteiligte. Also gibt, wie gesagt, es entscheidend sind immer auch nicht nur die Beteiligten, einfach, ich glaube, viele von den Aktionen haben dann trotzdem auch positive Auswirkungen. Ja. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich glaube, jeder hat eine zweite Chance verdient und mit ein bisschen Humor gesehen, sind auch die Verantwortlichen da nicht distanziert genug. Also sie haben einfach die Verantwortung dann auch, Konsequenzen umzusetzen, die Jungs auch zu bestrafen. Aber ich glaube, relativ schnell, wenn es bei den Jungs dann auch im Nachgang nicht mehr vorkommt, ist mit ein bisschen Zeit, wo vergeht, oder ein bisschen Abstand dann auch oft das Vergessen oder auch mit einem Grinsen zu sehen. Zwinkern die Storys. Also, absolut. Wir haben auch vor kurzem eine Story von einem Spieler, der auch eher ländlich aufgewachsen ist, wo Kirmeszeit war, wo am nächsten Tag eigentlich eine Reise im Trainingslager angesagt war. Wo man weiß bis heute noch, ob ein bisschen was ins Getränk gemischt wurde oder
Auf jeden Fall war er am nächsten Tag nicht in der Lage anzureisen. Okay. Ja, es war unglücklich, vermutlich. Ja. Aber ja, wahrscheinlich ist für ihn auf jeden Fall eine Lehre, dass ihm das nicht mehr passieren wird. Kann auch sein, natürlich, dass er es ja, doch so viele Getränke auch genommen hat. Wichtig sind, das sind Erfahrungen. Absolut. Die sollen die Jungs machen. Ja. Ja, wichtig, man redet kurz drüber, man beschäftigt sich damit, aber da ist man 0,0 nachfragen. Sondern das sind alles Themen, die wo im Sport anders bewertet werden, wie vielleicht außerhalb von Sport, oder wenn es Mitschüler sind oder ähnliches. Aber ja, für die Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig. Ja. Andererseits, was heute auch bei vielen der Trend ist, wo ich ja auch völlig in Ordnung finde, dass der Alkohol gar nicht angerührt wird, dass man einfach sich auch in der Ernährung, was Getränke angeht und so weiter, auch da extrem professionell verhalten will und das Gefühl hat, mir tut es gut, wenn ich einfach da, ja, mich vorne auf den Sport so fokussiere. Gibt es sicherlich andere Themen, wo die Jungs und, miteinander Zeit verbringen, miteinander Erlebnisse haben und da gilt es natürlich auch, die Seite absolut zu respektieren und zu unterstützen. Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Also ich muss auch sagen, also ich finde es eine ganz interessant, dass du sagst, man sollte weder die Spieler irgendwie in Watte packen oder von der Außenwelt abschließen, sondern die sollen ihre eigenen Erfahrungen machen, auch sei es jetzt mit Alkohol, ohne Wertung. Zurückblickend, glaube ich, also zumindest bei mir gesehen, gab es die witzigsten Stories dann dennoch, wenn ein bisschen Alkohol mit dem Spiel war, ohne es jetzt, wie gesagt, gut zu heißen, dass es da jedes Mal das gab. War auf jeden Fall interessant, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast, dass du uns da ein paar Einblicke gegeben hast. Und über die anderen Stories, die du jetzt vorhin nicht erzählen wolltest, reden wir dann offline nochmal. Das ist wirklich. Ja. Last but not least, Tommy, ich darf dich herzlich begrüßen beim Rat des Schicksals, das wir hier entworfen haben. Du hast jetzt auch einen Blick drauf für alle, die es jetzt nicht vor sich haben. Wir werden es auf jeden Fall in Insta verlinken, genauso wie es dann hier der Tommy anhält. Wir starten das Rad hier, das Rad des Schicksals mit den verschiedenen Spielen, die wir hier zur Verfügung haben. Und du drückst die 1, wann immer du das Gefühl hast, das ist richtig. Ich bin gespannt. 3 gewinnt. Hast du getroffen? Wir schauen uns hier gleich mal an, was 3 gewinnt ist. Und zwar kennt dieses Spiel wahrscheinlich viele der Zuhörer oder auch viele derjenigen, die die gewissen Social-Media-Kanälen bewandern. Wir spielen das Spiel 3 gewinnt, frei nach dem Kinderspiel 4 gewinnt, mit Feldern von unterschiedlichen Mannschaften. Und versuchen dann dementsprechend die Felder zu füllen und so zu befüllen, dass man 3 Felder befüllt, die ihm gehören, in gerader, horizontaler oder auch diagonaler Linie, um das Spiel zu gewinnen. Um da dann mal drauf zu schauen, werde ich die nächste PowerPoint öffnen. Jetzt, Tommy, hast du noch die Möglichkeit zu sagen, gehen wir nach Deutschland, gehen wir in das Thema Prestigeduelle oder gehen wir international? Oh, ich bin da offen für alles. Also 1, 2 oder 3? Sollen wir hier dieses harte nehmen? Nehmen wir schon. Wenn schon. Okay, perfekt. Ich mache es hier mal größer, dann können wir die Felder auch gleich befüllen. Tommy, ich würde sagen, du fängst an. Fällt dir jemand ein, wo bei beiden Vereinen gespielt hat? Man sieht hier die Rivalitäten: Barcelona, Real Madrid, KSC, VfB, Borussia Dortmund, Schalke. Also ich würde mal mit den, einfachste, aber ich glaube die 2 größten Vereine, Barcelona, Real, würde ich Luis Figo nehmen, wo du mir hoffentlich zustimmen kannst. Ja, absolut. Das ist dein Feld. Das werden wir dann auch dementsprechend noch unterlegen.
Ich werde mal hier die Mitte nehmen. Die ist ja bekanntlich sehr gut. KSC, VfB würde ich übergehen zu Sean Dundee. Ja, hätte ich auch im Kopf gehabt. Ja. Und zwar war das dann Mainz. Dann darfst du gerne weitermachen, falls dir jemand einfällt. Ich versuche mein Glück, was Barcelona VfB angeht. Dann würde ich Alexander Chleb sagen, wo auch eine spannende Zeit beim VfB hatte. Absolut, absolut. So, hat er mit deinem Bruder zusammengespielt? Könnte eng gewesen sein. War Chrissy wahrscheinlich noch eher bei den Amateuren. Vielleicht haben sie ab und zu mal miteinander trainiert. Aber man denkt natürlich an schöne Spiele gegen Manchester oder Ähnliches zurück. Absolut. Soldo ihm Rücken freigehalten hat und er aber auf der 10 natürlich schon immer wieder geile Momente hatte. Absoluter, überragender Kicker auf jeden Fall gewesen. Um dann dir jetzt nicht gleich den Sieg zu überlassen, muss ich das Feld Barcelona BVB zu machen. Und das mache ich mit dem Ilkay. Gündogan zu. Damit du hier die obere Reihe nicht für dich gewinnst. Jetzt du musst du einen hinlegen. Ja, mit Diagonal. Richtig. Bist du. Aber der bewaffnet, aber den traue ich mir sogar zu. Ja, Real Schalke würde ich als einen Top-Stürmer Huntelaar wählen. Ja, mir wäre sogar ein anderer eingefahren. Ja. Du wärst bei Raul vermutlich gewesen. Ne? Aber ich glaube, dass beide waren beide überragend, muss man auf jeden Fall sagen. Beide einen guten Part geliefert haben. Aber das hier ist schwierig. Wow, KSC. Den gab es wirklich, oder was? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, ob es da wirklich jemand gab, der es da hingeschafft hat. Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. Ich würde jetzt mal hier weitergehen zu... das ist echt schwierig. KSC, BVB. Gibt es da jemanden? Da wird mir einer einfallen. Oh, verdammt, 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 verdammt. Der bringt mir halt nichts, ne? Schalke Dortmund mache ich auf jeden Fall mit Andreas Möller zu. Sehr geil. Auch ein überragender Kicker. Ja. Mein Bruder ist sehr, sehr lange für ihn schwer, muss ich sagen. Für Andreas? Ja. Er war auch überragend, bis auf seine Schwalbe. Ja, das stimmt aber. Die er hatte, ansonsten ein überragender Kicker. Dann gehe ich auf KSC BVB. Ja. Das sollte ich kurz mal abwehren, ne? Ja. Tamás Hajnal. Ja, klar. Der müsste bei beiden Vereinen, unter anderem aber auch beim VfB dann auch richtig aktiv gewesen sein. Krass. Ja, man merkt schon, du bist da mehr bewandert, glaube ich. Hajnal. Auf jeden Fall für den Tommy ein. Und jetzt wird es schon schwierig. Schalke, den kann ich noch zumachen. Marcelo Bordon. Aber sehr gut. Auch gute Legende. Ich glaube auch in der Jahrhundertelf von VfB, wenn es mich recht erinnert. Aber gibt es jemanden? Jetzt haben wir es eh. Also das Schlimme ist, ich habe noch einen Matchball. Also ich könnte es noch. Du kannst zumachen. Ich könnte es noch zumachen. Aber fällt dir jemand ein? Trainer, nee, Spieler. Boah. Schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, KSC und dann also irgendwie drüber hinaus. Du bist ja fast sogar ein, wie soll man sagen, deutscher Jugendspieler, aber ja. Boah, es gab aber auch so wenige. Metzel war es nicht, Toni Groß war es nicht. Aber so ein kurzfristiges, Sammy war nicht da. Also internationale Spieler. Das weiß ich echt nicht. Also, wie gesagt, es war randomly dann also hier ein bisschen befüllt. Ja. Aber ob es KSC Real Madrid jemand gibt, ist eine gute Frage. Ich werde mal parallel kurz googeln, um da drauf zu kommen, ob es da jemand gibt. Kriakow. Bei Real, wow. KSC und Real Madrid. Da gibt es echt einen. Es würde einen geben. Ja. Aber mir hätte er nichts gesagt. Jetzt ist er auch schon 58. Ja, geht dann. Aber würde ich auch passen. Rafa Martin Vaquez. Oh, Martin Vaquez, nee. War
98, 99 beim KSC und dann war er bei Real Madrid. Ja, okay. Krass. Verrückt. Ja, aber das ist das, was er auf den drauf auf den ankommen lassen hat. Ich hab gehofft, du hast die Expertise. Nee, aber auf den... Also, beide gefragt. Ja, okay. Also würde ich sagen, ein gerechtes Unentschieden. Damit können wir uns beide anfreunden, würde ich sagen. Das perfekt. Passt perfekt. Zu unserem Duell. Richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, Tommy und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, damit sind wir auch durch mit unserer heutigen Folge. Ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ging es genauso wie mir. Es war sehr kurzweilig, es waren sehr, sehr viele interessante Einblicke dabei. Auch die Geschichten, die du erzählt hast, haben mich zumindest sehr zum Lachen gebracht. Die müssen wir auf jeden Fall im Nachgang noch vertiefen. Und ich hoffe einfach, dir hat es, lieber Tommy, genauso viel Spaß gemacht wie mir heute. Unheimlich sogar. Also wie du sagst, super entspannter Austausch, Zeit ist verflogen, da kann ich nur bestätigen. Und immer wieder gerne, also kann es ja, nur wärmstens empfehlen, auch die zukünftigen Folgen da reinzuhören. Ich glaube, super, super spannende Themen, was er da abdeckt. Und ja, also freue mich auch zukünftig mit dir zu tun zu haben. Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben für alle nochmal zusammenfassend die heutige Folge. Interessante, spannende Themen, die wir gelernt haben über das Beratersein, über Tommys Karriere. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet einfach nächste Woche ein. Folgt uns auch auf Instagram und hinterlasst uns Kommentare, was euch gefallen hat, was euch auch nicht gefallen hat, damit wir uns dahingehend verbessern, wie im Fußball eben auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.